Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV, liebe Zuschauer. Ja, der deutsche Leitindex, der hat sich am Freitag kaum bewegt. Die Handelsspanne betrug gerade mal 50 Punkte. Am Ende rettete sich der DAX ins Plus und schloss 0,1% höher bei 12.389 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von 0,5%. Schauen wir auf den neuen Handelstag und die neue Handelswoche und damit nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Schönen guten Morgen, Franziska. Was sind denn für heute die Vorgaben für den DAX? Ja, am Freitag stand vor allen Dingen der große US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Der ist robust ausgefallen und ja, man hat darauf auch positive Reaktionen gesehen. Überschwänglich war die Freude allerdings nicht. Der Dow ist letztlich mit einem Plus von 0,4% aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht gesehen hat er 0,3% hinzugewonnen. Einen deutlicheren Erholungsversuch hingegen, den hatte man dann bei den Technologiewerten. An den asiatischen Märkten eigentlich ein freundliches Bild. Nikkei und Hang Seng legen deutlich zu. Der Shanghai Composite, der ist allerdings leicht im negativen Bereich. Ja, und der DAX, ja, so ein bisschen verschlafen eben hier am Freitag. Zurückhaltung, auch eben der Arbeitsmarktbericht aus den USA konnte die Anleger nicht so richtig aus der Reserve locken. Aber man ist jetzt von Seiten der Wirtschaft gar nicht so unzufrieden mit den Ergebnissen des G20-Gipfels in Hamburg. Denn da heißt es, zumindest ist der Handelsstreit schon mal nicht weiter eskaliert. Und von daher wird der DAX heute hier zum Auftakt in die neue Handelswoche freundlicher erwartet. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Der DAX wird also freundlicher erwartet. Wir wollen jetzt gleich mal weitermachen mit der Marktidee. Da schauen wir heute auf McDonald's. Die Aktie von McDonald's, die weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Dabei kommt dem Unternehmen auch seine Neuausrichtung zugute. Seit Februar beschleunigte sich die Kursrally noch einmal. Nach einer leichten Konsolidierung markierte die Aktie von McDonald's jetzt am Freitag schließlich ein neues Rekordhoch. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war's mit Ideas Daily TV. Morgen gibt's die neue Ausgabe. Bis dahin einen schönen Handelstag wünsche ich.